Gaps, ich heiße Gaps und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein ganz chilliges FAQ-Video, weil ich da einfach mal Bock drauf hatte, nicht so im Zimmer rumzustehen zu cutten. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal mein Handy raus, gehe auf das Video, das Geheimnis des roten Kreises, wo einfach nicht Kreises steht, weil ich absolut kein Deutsch kann. Und ja, das Video ist auch richtig schlecht angekommen damals, also ich würde mich freuen, wenn wir das Video wieder die 1000 Likes droppen, weil beim Impact-Video waren es glaube ich wieder 1400 Likes oder 1500 Likes, absolut crazy. Und dann fangen wir auch schon mal an. Was war das beste Geschenk, was dir jemals gemacht wurde? Das ist relativ schwierig und immer vom Alter abhängig, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, die PS3, wo ich 10 Jahre alt war, von meinem Vater, das war auf jeden Fall eine geile Aktion. Wo genau wohnst du in Österreich und machst du mal ein Abo-Treffen? Also ich wohne in der schönen Stadt Graz. Eigentlich wollte ich auch in die Stadt gehen, das Video machen, weil dort irgendwo hinschauen was Geiles. Aber ich habe heute nicht so viel Zeit, weil ich noch wohin muss. Wie gesagt, das habe ich in dem Impact-Video gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Aber macht auf jeden Fall Bock hier zu chillen, ohne witzig lieber es im Garten zu sitzen als im Frühling. Und eben in Graz und das Abo-Treffen. Es wird auf jeden Fall wieder ein Abo-Treffen bei der Game City in Wien geben. Aber davor kann ich noch nicht genau sagen, vielleicht im Sommer irgendwann mal so in Wien. Mal schauen, wird auf jeden Fall geplant und wird auf jeden Fall noch mit anderen YouTubern, wenn gemacht werden, würde ich sagen. Kannst du auch mal Pranks machen? Also zu Pranks muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte richtig Bock drauf, aber erstens bin ich viel zu schüchtern und zweitens will ich keine Pranks machen, die anderen Leuten so richtig am Sack gehen. Weil ich weiß nicht, was habt ihr gesehen bei der ersten Folge, wenn du Eier hast von ApoRed und Leon Mascher, ist er irgendwie in so einen Lieferwagen reingeklettert oder so und ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht der Typ für sowas, ich fand es ganz lustig anzugucken, aber selber machen könnte ich es nicht. Gaps, wie groß bist du? Also ich bin ungefähr 1,90 groß, vielleicht ein Zentimeter kleiner, vielleicht ein Zentimeter größer, aber ungefähr 1,90. 1 Million Abonnenten auf YouTube oder auf Twitch? Auf jeden Fall auf YouTube, weil ich weiß, die YouTube-Videos mache ich einfach lieber. Twitch streamen ist einfach so viel anstrengender, weil du die ganze Zeit live unterhalten musst für ein paar Stunden. Außerdem habe ich ein bisschen Schwierigkeit, längere Zeit am Stück zu reden, dann kriege ich immer ziemliche Halsschmerzen, also ist es ziemlich belastend. Deswegen auf YouTube. Warum kommt kein COD mehr und grüß mich mal? Ja, das war eben noch zu der Zeit, wo ich dachte, yo, ich würde gerne aufhören mit COD, es macht mir nicht mehr so viel Spaß, aber irgendwie durch den Impact-Clan oder Team, Digga, ich weiß es noch immer nicht, ist der Hype wieder da. Ich habe wieder richtig Bock auf COD, ich spiele wieder 1-2 Stunden am Tag, auf jeden Fall, richtig belastend, krank. Gestern kam, ich weiß gar nicht, wie das Video ankam, das kommt jetzt, in wie vielen Minuten kommt es online? In 22 Minuten kommt das Video von gestern jetzt online und das wird auf jeden Fall, wir haben das um 2 Uhr nachts aufgenommen, ich fand es witzig und ab jetzt will ich versuchen, echt fast täglich, also so 4 bis 5 Videos die Woche, wären auf jeden Fall geil, wenn ich es schaffen würde, rauszuhauen. Also freut euch und es wird sehr viel COD kommen und könnt mir auf jeden Fall ein paar Challenges in die Kommentare schreiben. Also einmal habe ich die Liegestütz-Challenge und irgendwas anderes hat mir auch ein Abonnent schon geschrieben, das habe ich mir aber aufgeschrieben, aber weiß ich gerade nicht online. Ah, online, alles klar, ich bin behindert, weiß ich gerade nicht auswendig, so heißt es. Meine Lieblingsserie, das ist schwierig zu beantworten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Lieblingsserie, die ich jetzt als Tipp verpacken kann, weil die wenigsten Leute gesehen haben, ist Blue Mountain State. Das ist so eine College-Football-Serie und die ist einfach nur göttlich. Wann kommt wieder eine Zombie-Session mit Pure? Ja, das würde ich selber auch gerne wissen. Pure melde dich auf jeden Fall bei mir. Ich habe ihm letztens gesagt, ja, lass aufnehmen. Aber ich habe mit dem Bastard auch schon seit 3 Monaten oder so nicht geskypt. Das ist jetzt kein Joke. Also bei WhatsApp oder in Snapchat haben wir ein bisschen Kontakt. Folgt mir auf Snapchat, jetzt gerade eingeblendet. Eyo. Also auf Snapchat taugt mir auf jeden Fall extrem. Da könnt ihr mir auch gerne Snaps schicken. Ich antworte eigentlich fast jedem. Außer wenn ich gerade keine Zeit habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wenn ich einfach gerade im Bett liege und so, dann habe ich nicht unbedingt Bock, Selfies hin und her zu schicken, weil das kommt dann ein bisschen schwul. Außer bei Mädchen, da könnt ihr das gerne tun. Warst du früher im Impact-Clan? Ja, das war ich. War ganz am Anfang, habe ich aber auch schon im vorletzten Video gesagt. Also ist diese Frage hinfällig geworden. Durch wen bist du auf YouTube gekommen? Also, YouTube-Videos habe ich früher schon immer so geguckt, aber halt jetzt nicht, also eher so, wenn man es auf Facebook gesehen hat oder irgendwelche Lieder. Und wie ich wirklich zum YouTube-Videos schauen gekommen bin, war damals bei Black Ops 1 Release, wollte ich, also kurz davor wollte ich so ein paar Infos zu dem Spiel haben und einfach mal schauen, wie das so ist. Und da habe ich von MaxFPS die Videos gefunden und dann habe ich, seitdem gucke ich eigentlich Call of Duty Commentaries und mit MaxFPS und Friseur hat es eben angefangen und dann eben alle anderen. Und ich schaue das eben eigentlich schon von ganz am Anfang. Und habe dann, also wegen ich dann angefangen habe, ist dann der nächste Schritt, das war dann eigentlich wegen Knosti, dem ich auch letztens ein Video gemacht habe. Also auf jeden Fall ein cooler Typ, könnt ihr gerne abchecken. Und ja. Der hat mir auch am Anfang ziemlich gut weitergeholfen. Was ist dein WhatsApp-Status? Das ist, sie hatte nur noch Schuhe an.
weil dieses Lied einfach nur göttlich ist. Und das war's auf jeden Fall für das heutige Video. Es waren nicht so viele Fragen unter dem letzten Video, wo ich gesagt habe, ihr sollt mir die Fragen stellen. Also stellt mir auf jeden Fall unter diesem Video die Fragen. Dann folgt mir auf Snapchat, weil vielleicht, wenn ich bis dahin genügend Follower habe, mache ich dann so ein Snapchat, wie nennen das Leute, ich weiß gar nicht, wie die anders nennen, Snapchat Diaries oder so, halt einfach so ein Snapchat FAQ. Wäre auch ganz cool, weil Snapchat macht mir richtig viel Spaß derzeit, deshalb würde es mich richtig freuen, wenn ihr mir da alle folgen würdet. Es klingt ein bisschen behindert, aber ist einfach so. Und dann würde ich noch sagen, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Die 1000 Daumen werden einfach fresh, wenn wir die ab jetzt auf jedem Video droppen könnten, weil Sweezy hat auf seinem Video, glaube ich, jetzt bald 20.000 Likes, ja. Also Sweezy auf jeden Fall cooler Typ. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss. So every day I could have a different pair. I wanted to be displayed. I would have my bed 10 times bigger than me. And a Hawaiian punch fountain that's bigger than D's. I would buy a golf course and a court for all sports. Host the Final Four while I'm eating 4 courses. Romping outdoors, playing polo in a Porsche. And of course it ain't a race when you own every horse. I'd have a guest house for the guys with me. Up in Shy City where we sitting sky pretty. I'm just trying to catch a flight and make it in time.